Welcome back, ladies and gents. Ich bin Anne Korte und in dem heutigen Video spreche ich über Frisuren, die die Frauen der Schöpfung an uns Männern auf jeden Fall lieben. Heute wird es tatsächlich richtig interessant, denn ich habe die Frisuren rausgesucht, die die Frauen an uns Männern wirklich lieben. Und ich habe jetzt nicht irgendwie 10, 15 Frisuren rausgesucht, sondern tatsächlich nur 4, aber von denen ich zu 100% weiß, dass die Ladies da draußen auf jeden Fall darauf abfahren. Also, let's go! Das erste Mal, dass mir eine Frau hinterhergeschaut hat, ja, das war mit 19 Jahren. Und ich habe mir gesagt so, krass, hat die mir gerade tatsächlich hinterhergeschaut? Ich war mega perplex und habe gedacht so, hä, das kann ja gar nicht sein. Und kurze Zeit später habe ich dann eine Anfrage für ein Fotoshooting bekommen. Und ich habe gedacht so, hä, das kann ja gar nicht sein. Was ist denn da los? Ist irgendwas passiert? Habe ich was verändert? Und es hat echt lange gedauert, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und ja, Leute, das hatte einen Grund. Und zwar meine Frisur. Was hatte ich verändert? Zu dem Zeitpunkt habe ich mir meine Haare einfach komplett zu einem Buzzcut abrasiert. Ganz einfach. Wenn du zum Beispiel ein ovales Gesicht hast und deine Haare dann abrasierst zu einem Buzzcut und noch so einen schönen 3-Tage-Bart stehen lässt, die Frauen sind verrückt danach. Also der Buzzcut ist auf jeden Fall eine Frisur, auf die die Ladies zu 100% abfahren. Und beim Buzzcut ist es ja so, dass du nicht ganz so viele Haare auf dem Kopf hast und da geht es halt um die Details. Da musst du halt schauen, machst du zum Beispiel ein Fade rein oder spielst du mit dem Bart. Da gibt es halt einige Möglichkeiten, um den Buzzcut so ein bisschen zu variieren. Und das Coole an dem Buzzcut ist halt, dass es wohl die einfachste Frisur und wohl auch die männlichste Frisur überhaupt ist. Also nach Jason Statham ist es tatsächlich wohl die männlichste Frisur überhaupt, so nach dem Motto, ja Leute, ich könnte jetzt auch lange Haare tragen oder eine andere Frisur tragen, aber ich habe halt die Eier in der Hose und rasiere mir meine Haare einfach ab. Ist einfach ein Statement, kann man nicht anders sagen. Und Frauen stehen übrigens auch noch auf Statements, also da hast du auf jeden Fall doppelten Stein im Brett, Haare abrasiert, Buzzcut und ein Statement gesetzt. Alter Schwede. Girls love curls. Frauen lieben einfach Locken an uns Männern. Und 2020 ist wohl das perfekte Jahr, um sich schön seine Locken zu stylen. Denn ich habe es gerade aktuell in meinem Video zum Thema Frisurentrends gesagt, Lockenfrisuren sind im Jahr 2020 mega im Trend. Aber warum zur Hölle lieben Frauen eigentlich Locken an uns Männern? Wie kann das sein? Meine ganz persönliche Theorie, Locken regen einfach zum Anfassen an. Ja? Locken sind einfach irgendwie so fluffig, so wuschelig, ja? Da will man einfach reinfassen. Und Frauen lieben es einfach, in die Frisur reinzufassen, da rumzuwuscheln. Und das ist mein persönlicher Grund dafür, warum Frauen Locken an uns Männern so sehr lieben. Was allerdings super wichtig ist, wenn du Locken trägst, dass deine Locken halt kontrolliert und definiert sind. Es soll halt nicht so aussehen, dass du gerade aus dem Bett aufgestanden bist und deine Locken irgendwie kreuz und quer im Gesicht hängen, sondern es soll schön kontrolliert und definiert sein und es soll so aussehen, dass du deine Locken auch mit Absicht als Locken gestylt hast. Und was du dazu brauchst, ist ein leichtes, angenehmes Produkt, mit dem du deine Locken halt schön rausarbeiten kannst und schön definieren und kontrollieren kannst. Und das perfekte Produkt dafür ist die Hair Defining Cream. Mit der Hair Defining Cream kannst du deine Locken ideal definieren und kontrollieren und bekommst zeitgleich auch noch einen richtig natürlichen Look hin. Und das Geile an diesem Produkt ist, dass es nicht nur deine Locken perfekt in Form bringt, sondern dass es deine Locken gleichzeitig noch pflegt und auch noch genial riecht. Wenn du deine Locken stylen willst, dann hol dir auf jeden Fall die Hair Defining Cream. Das Produkt verlinke ich dir wie immer in der Infobox. Und sei nicht so blöd wie ich, denn ich habe auch Locken, ja, und habe sie damals nie gezeigt, sondern habe meine Haare immer geglättet. 2020 ist das Lockenjahr. Arbeitet eure Locken schön raus und zeigt eure Locken. Gleiche Erfahrung wie beim Buzzcut, nur mit einer anderen Frisur. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Frisur aktuell trage, sondern Leute, es ist tatsächlich so. Wenn man lange Haare hat als Mann, ja, dann schauen die Frauen einfach zweimal hin. Und es ist völlig Latte, ob du die Haare dann gebunden jetzt wie ich hier als Man-Bun trägst oder ob du deine langen Haare einfach offen trägst. Denn wir haben den gleichen Effekt hier wie bei den Locken. Das ist nämlich dieser, ich will da jetzt unbedingt mal reinfassen Effekt. Ja? Die Frauen wollen einfach durch die Haare durchwuscheln und das ist bei langen Haaren natürlich genau wie bei Locken extremst gegeben. Und wenn du lange Haare trägst, dann soll es nicht so aussehen, dass du irgendwie voll viel Zeit in deine Haare investierst, sondern es soll einfach natürlich aussehen und man soll immer noch das Gefühl haben, dass man einfach durch die Haare durchwischen will. Und noch ein anderer Grund, warum Frauen lange Haare bei Männern so attraktiv finden, ist halt folgender. Die meisten Männer, die sich lange Haare wachsen lassen wollen, ja, die schneiden ihre Haare irgendwann in der Übergangsphase einfach ab, weil sie es einfach nicht durchhalten. Deshalb ist es noch immer irgendwie so ein bisschen was Außergewöhnliches, wenn ein Mann tatsächlich richtig schön lange und natürliche Haare hat. Kommen wir noch zur letzten Frisur und zwar zu deiner Frisur. Was meine ich damit? Du solltest dir auf jeden Fall
auf jeden Fall eine Frisur auswählen, die zu dir, deiner Gesichtsform und zu deinem Charakter passt. Das ist so unfassbar wichtig. Ich habe es eben schon gesagt, Frauen stehen darauf, ja, wenn Männer Statements setzen können. Und wenn du eine Frisur trägst und die ausgewählt hast, weil sie zu dir und deinem Charakter passt, dann ist das ein Statement. Und wenn du sie mit Selbstbewusstsein trägst, ja, dann ist das einfach schon mal die halbe Miete. Dann brauchst du die Haare auch nur noch ein bisschen stylen, gepflegt aussehen, ja, dann punktest du schon mal richtig krass bei den Frauen. Das ist echt mega, mega wichtig. Ich meine, es geht nicht nur um Frisuren, Aussehen etc. Es geht natürlich auch um dein Bankkonto. Nein, Spaß beiseite, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass du eine Frisur auswählst, die zu dir, deinem Charakter passt, die mit Stolz und Selbstbewusstsein trägst. Und das kommt bei den Frauen zu 100% an. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Und heute muss natürlich eine Frau gegrüßt werden. Kann nicht anders sein. Emily Olschak, vielen lieben Dank für deinen Support hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest auf meinem YouTube-Channel, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf meinem Community-Phone. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben. Meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine miese Frise. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.